Im heutigen Video geht es noch einmal darum, was droht eigentlich Arbeitnehmern, die mit gefälschten Impfzertifikaten oder gefälschten Tests oder Ähnlichem gegenüber ihrem Arbeitgeber hantieren. Was kann mir da eigentlich als Arbeitnehmer passieren, wenn ich das gemacht habe oder das jetzt mache? Und ich mache dieses Video aus einem sehr traurigen Anlass. Es gab hier in der Nähe in Senzig den Fall eines Familienvaters, der seine Frau, sich und seine Kinder, drei Töchter, umgebracht hat. Und als ich das gelesen habe, das war eine Gegend, wo ich mal fast gewohnt hätte, ja, also fast in der Nachbarschaft da, wo ich mal fast gewohnt hätte und selber mal ein Haus kaufen wollte. Es war nicht das Haus, aber es war da wirklich unmittelbar in der Nähe. Deswegen habe ich da ein bisschen genauer hingeguckt und dachte, ist das jetzt einer, der jetzt durchdreht wegen Corona? Und einen Tag später kamen dann die Hintergründe und derzeit, also Stand 7.12. berichtet RBB 24, dass jetzt Details aus dem Abschiedsbrief des tatverdächtigen Vaters, der also die Familie ausgelöscht hat, bekannt geworden sind und er dort die Befürchtung geäußert hat, dass ihm und seiner Frau die Kinder weggenommen werden könne. Er Angst hatte vor einer Verhaftung, weil er ein Impfzertifikat für seine Frau hat fälschen lassen und der Arbeitgeber der Frau dies erfahren hatte. Und er hatte jetzt eben diese Angst. Ich habe dann weitergelesen, dass wohl gar kein Ermittlungsverfahren anhängig war. Also es ist wahrscheinlich auch noch völlig unbegründet war. Aber ich will euch in diesem Video jetzt nochmal sagen, zum einen, was euch drohen könnte. Also auch so im Sinne eines Worst-Case-Szenario nach dem Motto, das Leben geht auch dann weiter. Ja? Und dann aber auch nochmal sagen, was man dann auch dagegen alles noch machen kann, um euch hier auf jeden Fall die Panik zu nehmen. Ja? Zunächst einmal muss man ganz klar sagen, das ist natürlich nicht gut. Das sind auch möglicherweise Straftaten, weil jetzt der Gesetzgeber das ja nachgeschärft hat. Da kommt es dann ein bisschen drauf an, wann du das gemacht hast. Ja, wenn das schon ein bisschen länger her ist, dann bist du vielleicht nicht mal strafbar. Ja, also jetzt ist es allerdings nicht mehr ganz so harmlos, wie ich euch das damals gesagt habe. Ja, da gab es ja diese Strafbarkeitslücke. Also sowohl das Verwenden als auch eben die Fälschung sind jetzt wohl eher strafbar. Dazu mache ich nochmal ein gesondertes Video und habe auch schon mal ein Video gemacht. Aber gehen wir mal davon aus, das ist vielleicht strafrechtlich jetzt nicht ganz mehr so ganz easy peasy. Ja, davon gehen wir mal aus. Es ist arbeitsrechtlich auch nicht ohne. Es könnte eine fristlose bzw. ordentliche Kündigung rechtfertigen. Ja, das sind so die Dinge, die im Raum stehen. Jetzt gucken wir uns aber mal an, was man in so einem Fall macht. Also erstens, wenn du jetzt Angst hast, das kommt hier irgendwas, ist hier irgendwie rausgekommen. Der Arbeitgeber hat dich also im Verdacht. Dann bleib cool. Der Arbeitgeber könnte eine Anhörung machen. In diesem Fall solltest du sofort dich melden. Wir bieten kostenlose telefonische Erstberatung unter der Nummer an und unten unter dem Link für solche Fälle. Rede doch erstmal mit mir. Was passiert? Das kostet dich nichts. Und ich sage dir überhaupt, inwieweit du hier in deinem konkreten Fall überhaupt Panik schieben musst. Ja, das kann man oft schon sagen. Ich kann in der Regel die Leute beruhigen, wer bei mir da anruft, der geht aus dem Telefonat insgesamt eigentlich immer ruhiger raus. Das werden alle, die mich schon mal angerufen haben wegen der Kündigung, werden das bestätigen, dass sie hinterher fast immer nicht panischer sind als vorher. So würde ich es mal formulieren. Ganz viele Leute kann ich total beruhigen. Ja? Weil was sage ich dir in so einem Fall, wenn es eine, wir gucken uns diese Anhörung des Arbeitgebers an, wir gucken, überlegen, wie wir darauf reagieren. Das ist ein bisschen einzelfallabhängig strategisch. In jedem Fall, auch wenn du gleich die Kündigung bekommst, wir werden nahezu immer, insbesondere immer bei fristlosen Kündigungen, zur Kündigungsschutzklage raten. Und in diesen Kündigungsschutzklagen haben wir eine sehr, sehr hohe Vergleichsquote. Problematisch ist das Ganze nur, wenn du in einem Kleinbetrieb arbeitest, also nicht mehr als 10 Arbeitnehmer dort sind oder du bist noch nicht länger als ein halbes Jahr dabei. Ja? Also dann ist das nicht ganz so einfach, aber wenn du in einem größeren Betrieb arbeitest, mehr als 10 Arbeitnehmer und etwas länger dabei bist, dann brauchst du dir da eigentlich keine Sorgen machen. Es ist nicht angenehm, aber es kommt dann immer darauf an, was der Arbeitgeber hier überhaupt beweisen kann. Ja? Wie ist die Beweislage? Und da muss man sagen, in der Praxis läuft das dann doch in der Regel nicht so dramatisch, wie es am Anfang
aussieht. Wir kriegen, selbst wenn es der Arbeitgeber das Ganze beweisen kann, ja, dann bekommen wir in der Regel trotzdem, weil für den Arbeitgeber bleiben immer noch formale Risiken übrig, wir bekommen in der Regel trotzdem einen vernünftigen Deal hin. Dann gibt es vielleicht nicht die fette Abfindung, ja, aber man kann zumindest das Ganze so gestalten, dass du nicht auch noch eine Sperrzeit bei der Agentur für Arbeit kriegst, dass du also dann in deine Arbeitslosigkeit gehst und Arbeitslosengeld bekommst. Also das ist schon fast der schlimmste Fall. Ja, ich habe in den ganzen letzten Jahren auch bei fristlosen Kündigungen selten erlebt, dass wir nicht das mindestens hinbekommen haben. Und in der Regel natürlich bekommen wir viel, viel bessere Sachen hin. Macht der Arbeitgeber formale Fehler, dann holen wir natürlich auch noch eine Abfindung raus. Ja. Also insofern, da sehe ich jetzt nicht die große Panik. Jetzt hast du vielleicht auch noch Angst vor Strafverfolgung. Da müssen wir auch erstmal abwarten, was passieren wird. Inwieweit werden die Strafverfolgungsbehörden überhaupt hier massiv verfolgen. Denn das betrifft so viele Menschen momentan, dass man auch unter dem Gesichtspunkt Frieden im Land das durchaus vorstellbar ist, dass das eine oder andere Verfahren einfach eingestellt wird. Selbst wenn nicht, dann müssen wir eine Akteneinsicht machen, da können wir dir auch bei helfen. Wir gucken dann, was dir vorgeworfen wird, wie die Beweislage ist und wie überhaupt die Rechtslage war. Und in sehr, sehr vielen Fällen, in sehr vielen Fällen wird das Ganze völlig harmlos ausgehen. Das ist jedenfalls jetzt absolut keine Situation, wo du in irgendwelche große Panik geraten musst, wo du in Existenzangst geraten musst und wo du also ich meine, keiner von euch, jetzt, hoffe ich jetzt einfach mal, denkt hier drüber nach, sich oder seine Familie das Leben zu nehmen. Das ist in jeder Hinsicht unverhältnismäßig, ja. Aber es ist auch schon unverhältnismäßig, jetzt in Panik zu reagieren, durchzudrehen, sich anzuschreien oder sich irgendwie gegenseitig das Leben schwer zu machen in der Familie. Bleibt ruhig, bleibt cool. Das Problem, was hier hintersteht, ist das, was ich die ganze Zeit euch immer sage. Es werden Menschen, die normalerweise nicht damit zu tun haben, in der Kriminalität zu sein, ja, also die da keine Hornhaut entwickelt haben, wie so ein professioneller Einbrecher, der schon 100 Mal im Knast war, ja, dass diese Menschen geraten jetzt natürlich sehr, sehr schnell in Panik, ja, wenn du auch dazu gehört hast, dann bleib cool. Du hast dich außerhalb der Rechtsordnung gestellt, okay, ja, das ist nicht okay, das ist nicht richtig, ja, hast den Rechtsstaat, von dem viele von euch ja meinen, den gibt es gar nicht mehr, den hast du verlassen, aber der Weg zurück steht dir frei. Und auch wenn du sagst, ich gehe gar nicht zurück, ich will da irgendwie vernünftig durchkommen, auch da sind die Aussichten nicht schlecht dafür. Ja? Also keine Panikreaktion, cool bleiben, erstmal gucken, wie ist überhaupt der Stand und was können wir da machen.